Sicherheit ist ein hohes Gut. Die Anforderungen im Straßenverkehr werden immer komplexer. Da finde ich es wichtig, dem Lkw-Fahrer die besten Assistenzsysteme zur Seite zu stellen. Mein Name ist Carsten Barth, ich bin Mechatronik-Ingenieur in der Entwicklung von Mercedes-Benz Trucks und arbeite an den Assistenzsystemen unserer Lkw. Der neue Actros hat auf diesem Gebiet nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht. Die neuen Assistenzsysteme sind nicht nur in unserem Safety-Truck verbaut, mit dem ich heute unterwegs bin, sondern sie sind ganz normal ab Werk für jeden Kunden bestellbar. Dazu gehört der neue Active Drive Assist, der teilautomatisiertes Fahren ermöglicht. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die neue Mirrorcam und ihr Zusammenspiel mit dem Abbiegeassistenten. Die Mirrorcam ist ja eine kleine Revolution im Lkw-Bau und der neue Actros ist der erste Serien-Lkw, der dieses System verbaut hat. Die Mirrorcam verbessert die Aerodynamik und senkt damit den Kraftstoffverbrauch. Sie erhöht aber vor allem auch die Sicherheit. Als Fahrer hat man eine viel bessere Rundumsicht. Der Blick nach rechts vorne in die A-Säule ist frei, weil die riesigen Außenspiegel fehlen. Das ist sehr angenehm beim Rangieren und in engen Kurven und einfach ein Plus an Sicherheit. Viele Fahrer fahren mit falsch eingestellten Spiegeln und kreieren damit quasi einen toten Winkel. Mit der Mirrorcam gibt es dieses Problem nicht mehr, weil das Display aus jeder Perspektive das gleiche, vollständige Bild zeigt. Die Displays im Inneren der Kabine unterstützen mich in verschiedenen Situationen. Bei Kurvenfahrten schwenkt das Kamerabild mit, sodass ich immer das Trailerende im Auge behalten kann. Beim Ein- und Ausscheren auf Schnellstraßen kann ich dank der Distanzlinien den rückwärtigen Verkehr besser einschätzen. Auf dem Display der Mirrorcam werden auch die Warnhinweise des Abbiegeassistenten angezeigt. Dieses System hat Mercedes-Benz Trucks als erster Hersteller schon vor einigen Jahren eingeführt. Der Abbiegeassistent unterstützt den Fahrer beim Spurwechsel, beim Anfahren und beim Abbiegen. Das System kann bewegte und stationäre Objekte in der Warnzone auf der rechten Seite des Lkw erkennen. Es warnt den Fahrer dann optisch und akustisch. Für mich ist der Abbiegeassistent ein wertvoller Beitrag, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer besser zu schützen. Radfahrer zum Beispiel. Bei alledem muss man wissen, dass es sich um Assistenzsysteme handelt. Diese Systeme können die Grenzen der Physik nicht außer Kraft setzen. Sie können dem Fahrer auch die Verantwortung nicht abnehmen. Sie unterstützen ihn lediglich. Allerdings werden unsere Systeme immer besser und helfen in immer mehr Situationen. Das zeigt der neue Actros und darauf können wir, finde ich, bei Mercedes-Benz Trucks ein bisschen stolz sein.